meine lieben Damen und Herren, wir sind wieder dabei bei Fabiosos Kochshow. Und zwar geht es um Kentucky Fried Chicken Nuggets, wenn wir genau sind. Was wir brauchen, sind ganz einfache Zutaten. 1 Kilo Hähnchenbrustfilet habe ich am Start, 3 Eier für 1 Kilo. Dann brauchen wir noch ungefähr 5 Tassen von ganz normalen Cornflakes und noch 2 Tassen Mehl und Salz und Pfeffer und 1 Liter Öl, plus minus. Ich fange gleich an, und zwar machen wir uns das Leben leicht, indem wir Gas geben. Wir machen jetzt mundgerechte Stückchen mit unserem Hähnchenbrustfilet, damit wir nachher alles schön marinieren können, beziehungsweise nicht marinieren, sondern panieren können. Wir müssen einfach nur schauen, damit wir keine zu große und keine zu kleine Stückchen haben. Also ungefähr, ihr wisst, was ich meine, oder? Okay, wir sind fertig mit unseren Hühnchen. Wir haben die alle klein gewürfelt. Jetzt lege ich die alle wieder zurück in unseren Teller. Und wenn wir die zurückgelegt haben, machen wir unsere Mehlmischung. Wir fangen an mit unserem Mehl, und zwar brauchen wir da ziemlich gute 2 Tassen Mehl. Ungefähr, ich mache es jetzt nach Gefühl. Also wir können da ruhig nicht unbedingt sparen. Also ungefähr 2 Tassen. Und wenn wir da sind, würzen wir unsere Mehl und nicht unsere Hühnchen, damit wir überall nachher gleich viel Würze dran haben. Bei der Würze nehme ich natürlich einen Teelöffel. 1, 2, 3, 4 Esslöffel Salz auf jeden Fall. Und eine richtig, richtig gute Prise Pfeffer. Bei der Menge kann man richtig schön reinhalten. Und natürlich noch richtig gute 2 Teelöffel Paprikapulver. 1 und 2. Das können wir jetzt alles ein bisschen vermengen. Dafür können wir den kleinen Löffel nehmen, den wir gerade benutzt haben, zum Abmessen. Und dann geht's Gas geben. Okay, unsere erste Station ist fertig. Jetzt kommt unsere zweite dran. Dafür brauchen wir 3 Eier. Die schlagen wir einfach ganz schnell auf. 3 rohe Eier in eine große Suppenschüssel. Dafür brauche ich auch meinen Mülleimer. Alright. Wir brauchen 3 Eier. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr brauchen, kein Problem. Dann nochmal einfach 4, wenn es früher ausgehen sollte. Wenn unsere Eier ausgehen sollten. So, 3 Eier. Die zweite Station müssen wir nicht würzen, nicht salzen, gar nichts, nur einmal fett verquirlen mit einer schönen chilligen Gabel. Das sieht dann ungefähr so aus. Ihr wisst, wie das aussieht, wie bei einem schönen chilligen Rührei. Okay, jetzt haben wir das schon fertig. Station 2 fertig. Und jetzt kommt die lustigste Station, und zwar unsere Station 3. Dafür würde ich sagen, nehmen wir so eine kleine Tüte, so ein Gefrierbeutel oder so. Ihr könnt auch eine normale Tüte nehmen. Und ungefähr 5 Tassen von den Cornflakes. Ungefähr 1, 2, 3, okay, meine Tüte ist zu klein, deswegen mache ich erstmal 3 und danach nochmal 2, weil das werden wir auf jeden Fall brauchen. Das sind ganz normale Cornflakes, ungesüßt, also keiner darf diese gesüßt nehmen, sonst habt ihr verkackt. Normalerweise kann man die schon mit der Hand kaputt machen oder nimmt ein Nudelholz oder eine Kelle oder weiß der Geier was, aber passt auf, dass die Tüte nicht kaputt geht. Das Wichtigste ist, dass ihr die Luft rausdrückt bei der Tüte. Und ich hoffe, dass ihr mich hört, weil es ist schon ein bisschen laut. So, macht die alle kaputt. Okay, so wie ihr das haben möchtet. Ihr wisst ja ungefähr, wie das aussehen muss. Also ziemlich crunchy, crunchy. Und wenn alles kaputt ist, alles in unsere dritte Station reinfüllen. So, okay, ich würde sagen, wir fangen an. Nachher brauchen wir noch ein bisschen mehr, deswegen lasse ich die Tüte noch da. Alright, ganz einfach, Station 1 Mehl, Station 2 Eier, Station 3 Cornflakes. Dann würde ich sagen, immer so eine kleine dicke Handvoll von den Fleischstückchen ins Mehl. Überall muss Mehl dran sein. Sehr wichtig, weil da ist ja auch unsere Würze drin, deswegen ist Mehl sehr, sehr wichtig. Alles ist eigentlich wichtig. Einmal ringsrum. Einmal ringsrum. Hey, bitteschön. Bitteschön, meine Kinder. Tut mir leid, ich mache auch Fehler manchmal. Dann einmal ringsrum mit unserem ganzen Mehl. Dann die ganze Geschichte ins Ei rein. Ganz vorsichtig. In der Zeit die nächste Ladung da rein. Alright. Die nächste Ladung. Wenn ich jetzt die nicht fertig mache, das wird Katastrophe. Das wird eine Katastrophe. Wenn wir einmal in den Eiern drin sind, dann ist es vorbei mit unseren Fingern. Auf jeden Fall. Mehl geht, könnte man abklopfen, aber Eier ist vorbei. Eier ist vorbei, auf jeden Fall. So, okay, die Eier auch einmal ringsrum, immer wenn eins fertig ist, rüber in die Cornflakes. Die erste Ladung ist fertig, glaube ich, demnächst. Es ist auf jeden Fall eine schlonzige Angelegenheit mit den Eiern.
ziemlich unnötig, aber anders geht's nicht. Die Eier sind auch überall dran. Und jetzt in die Cornflakes. So, die Cornflakes einmal ringsrum. Und dann müsste das eigentlich schon ganz, ganz, ganz gut kleben. Jetzt habe ich ein Problem. Nee, habe ich nicht. Ich habe kein Problem. Mein Problemlöser. Okay, jetzt habe ich die da und kann die da alle ganz gechillt drauflegen. So, man darf da auch nicht zu lange rumspielen, sonst sind die ganzen komischen Cornflakes nämlich wieder ab. Wenn ich alle fertig gemacht habe, zusammen ausbacken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, oder? Weil ihr wollt nicht zuschauen, wenn ich alle mache, oder? Das dauert ja jetzt gefühlt 5 Stunden wieder. Man kann das natürlich ein bisschen variieren. Man kann noch ein bisschen Paniermehl dazugeben. Dann gibt es dieses typische Schnitzel-Geschmacksgedöns. Aber wenn man es nur mit diesen ungesüßten Standard-Cerealien-Cornflakes macht, gibt es diese Kentucky Fried Chicken Nuggets. Kentucky Fried Chicken Nuggets. Das habe ich die ganze Nacht geübt, damit ich keinen Sprachfehler mache. Kentucky Fried Chicken Nuggets. Sagt mal 100 Mal Kentucky Fried Chicken Nuggets. Ich wette mit euch, ihr macht einen Fehler. Einen Sprachfehler. Ich habe hier alles klar schiff gemacht, die Kamera ein bisschen auf die Seite getan, damit wir uns besser sehen können. Und die andere Kamera auch angemacht. So, ich bin ein Fan natürlich vom Frittieren. Wenn wir schon mal so eine Sache machen, können wir die Dinger auch ruhig ausbacken im Fett, denke ich mir. Und man kann es natürlich auch im Backofen machen, so bei 200 Grad für 15 Minuten. Ober-Unterhitze, kein Problem, einfach gucken, wie es wird. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, da ein paar Teile auszubacken. Und schauen uns die ganze Geschichte an. Also, wenn wir das in einem Öl machen, ist am besten, man hat so ein komisches, so eine komische Kelle mit Löchern drin. Auf jeden Fall. Und passt auf wie Sau. Das Öl ist übertrieben heiß. So, und da in dem Öl geht es ja übel schnell. Auf jeden Fall. Ich klatsche jetzt mal ein paar rein, damit wir sehen, wie das aussieht. Und dann ist gut. In der Zeit, wo ich das reinmache, kann ich ja ein bisschen erzählen und wir können beobachten, wie unsere Teile hier goldgelb werden und ausgebacken werden. Das Geile ist ja, die Cornflakes gehen nicht ab. Sobald einmal im Öl drin ist, ist vorbei. Da bleiben die an dem Fleisch. Ich habe mir überlegt, also nachher mache ich noch einen Salat dazu, aber ihr kennt den Salat schon, das werdet ihr nachher sehen, noch am Ende von dem Video könnt ihr das Salat-Icon-Rezept auch noch anschauen. Und das ist meine Empfehlung dazu, die Kombination mit dem Salat. Ich lasse es jetzt ein paar Minuten drin, dann sehen wir, wie es geworden ist. Okay, unsere Hühnchen sind fertig. Es sind so gefühlte 5 Minuten drin gewesen. Mein Kühlschrank ist noch offen, weil ich gerade parallel noch mein leckeres Salatchen hier hinten vorbereiten werde. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Also die Teile sehen ja aus. Man sieht es hier hammergeil. Ohne Witz. Pop. Ich zeige es auch nochmal hier. Pop. Also Dinger schmecken hammergeil. 100%. Warte mal kurz, ich schalte mal eins auf, okay? Aber die sind übel heiß. Passt auf euren Finger auf. Das ist übertrieben heiß. Übertrieben. Übertrieben. Übertrieben des Grauens, sage ich euch. Übertrieben des Grauens. Warte kurz. Die sind natürlich durch. So sieht das aus. Saftig in der Mitte. Und ich beiß einmal rein. Hammergeil. Also, was mein Hammergeil. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, scheiß drauf oder macht Daumen runter, ist noch egal. Und jetzt seht ihr, was ich noch gekocht habe, beziehungsweise, wenn euch eine geile Idee anfällt, fuck it up, dann schreibt es unten in die Kommentare rein und ich lese sie mir durch und wenn mir irgendwas gefällt, koche ich nach, gell? Ciao, ciao. Hallo, mein Problem, die Licht von die Fenster. Wenn ich aber keine Licht von die Fenster, dann ist es okay, die Licht in die Kamera. Aber wenn ich habe die Licht von die Fenster in die Kamera, dann ich habe keine Licht in meinem Gesicht. Wenn ich habe kein Gesicht, dann ist es scheiße. Aber ich habe Cornflakes auf meinen Daumen. Das ist scheiße.